Minecraft Video. Yeah, auf unserem Kanal Minezucker. Und bevor das Video losgeht, vergesst nicht, dem Video eine gute Bewertung zu geben. Es würde uns mega helfen. Und wenn ihr unserem Minezucker-Abi beitreten wollt, dann abonniert den Kanal. Jetzt genug mit Werbung. Wir starten direkt. Heute bauen wir oben den Dachboden, den ich gebaut habe, eine kleine Bude für die Villager. Wir haben genügend, um die Tür vor der Nase zuzuknallen. Wo sind die Betten? Wir haben hier noch nicht so eine mega Sortierung drin. Da ist Natur und alle möglichen Krimskrams. Ich bräuchte jetzt nur noch Betten. Wo sind die Betten hin? Wo sind die Betten? Ich habe vier. Wir filmen. Ja, hier. So. Endlich noch ein Bett. Und hier oben kommt dann hier der Dachboden. Hey Villager, was machst denn du hier? Eins. Zwei. Eins. Zwei. Und hier noch ein Bett. Das sind dann alles die Betten der Villager. Oh, so muss ich mal strippen. Ich habe das nicht gestrippt, weil sonst sieht das ganz, ganz komisch aus. Vom Dach her. Und hier, keine Ahnung, Inneneinrichtung. Ich hole kurz Inneneinrichtungszeugs und dann geht's los. Ich habe Dekorationssachen geholt. Und ich habe einen Fehler gemacht, weil wir haben noch einen Baby-Villager. Deswegen sähe es besser aus, wenn ich hier jetzt einfach noch eins machen würde. Und das Bett einfach hier hin. Und hier zum Beispiel an der Seite Blumentopf. Wo ist die schöne Blume? Hier. Bei denen einfach genauso hier. Und Mist. Weil da die Treppe ist, kann ich das leider nicht mehr bei. Mann! Was habe ich denn heute mit den Treppen? So. Und hier. Noch ein. Und hier nehme ich jetzt einfach mal Eichensetzlinge. Vielleicht, ihr könnt ja auch was anderes reinmachen. Und ja, ihr könnt auch was anderes reinmachen. Und was auch noch ganz gut ist, dafür hätte ich auch noch eine Idee. Man macht. Wow, ist das ein Creeper gewesen? Ach, egal. Ihr könnt auch. Müsst das nicht machen. Ihr könnt auch so machen und dann wie eine kleine Nachttischlampe. Oder nee, falsch. Rum. So. Und wie eine kleine Nachttischlampe. So. Nein. Schade, das funktioniert nicht. Ich hätte mich gefragt. So. Keine Ahnung. Fackel kann da alles rein. Was passt jetzt zum Dorfbewohner, was der da Schönes drin haben kann als Nachttisch? Kann der eigentlich alles da dran haben? Keine Ahnung, ihr dürft euch das entscheiden. Ich würde da zum Beispiel am liebsten ein Buch euch empfehlen, reinzumachen. Oder sowas. Ich hole kurz eins. Buch, hallo. Buch. Buch. Boah, ich muss echt mal ordnen, weil ich das ganze Zeug. Buch. Hallo, Buch. Nee, hol kurz ein Buch und dann zeige ich euch das, was ich meine. Muss nur noch craften. Hab alles. Hier das Buch. Und dann das Büchlein. Wie am Nachttisch. Ihr kennt es, wenn man mal Bock auf Lesen hat. Hat man hier ein Buch. Vielleicht ist das zu eng. Ja, die Villager würden da, glaube ich, nicht drankommen, wenn ich da auch noch was reinmachen würde. Hier vielleicht da nicht den Setzling. Nicht den Setzling nehmen. Nein, ich will das da nehmen. Den
nicht den Setzling nehmen, sondern einfach eine schönere Blume, wenn ihr gerade eine habt. Rein da. Dann haben die Villager auch ein Home. Das könnt ihr dann noch mit Bücherregal und allem dekorieren. Schlafplatz halt. Und ihr könnt dann noch zum Beispiel, dieser Teppich passt jetzt schlecht dahin, dann einfach abbauen, wenn ihr noch irgendwo Teppich habt. Und dann macht ihr den einfach hier schön über, zum Beispiel hier, warte, die muss weg. Die Nachttische, ich hoffe mal, das vielleicht funktioniert sogar. Nein, leider nicht. Aber hier so, hier einfach Teppich. Das werde ich dann auf der anderen Seite auch machen. Und entweder heute oder am Donnerstag wird noch ein Video kommen. Dieses Video ist sehr, sehr kurz, aber da wird ein Monster-Spawner-Farm-Dings-Video kommen. Ich will euch noch nicht zu viel verraten. Ich werde euch nur noch kurz den Spawner zeigen. Und wartet kurz, wir beamen uns zum Spawner. Wir sind angekommen. Hier. Hier, das ist überhaupt nicht weit weg. Ich will es euch noch kurz zeigen. Da ist dieser Turm, wo ich mich mal hochgebaut habe. Und hier seht ihr schon den Spawner. Den Müll habe ich mal in den Kisten gelassen. Und zum unserem Glück ist es ein Skelett-Spawner. Also könnte ich damit vielleicht sogar die Zuckerrohrfarm verbessern. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr und ihr dieses Video nicht verpassen wollt, abonnieren. Und ich sage ciao mit einem Löwenzahn.